Hallo liebe Leute, da sind wir wieder und heute machen wir richtig leckeres Haselnusseis und ich habe mir gedacht, das ist bestimmt was für euch, passt ja wunderbar in die Herbst-Winterzeit. Und ja, das Rezept ist super einfach selber zu machen. Wenn ihr es mal nachgemacht habt, schreibt es mal in die Kommentare, schreibt mir mal euer Lieblingseis in die Kommentare, um welches ich vielleicht mal dieses ganze Jahr oder nächstes Jahr mal nachmachen soll. Habe ja genug Zeit und ja, dann denke ich mal, starten wir jetzt. Und wenn ihr auch ein Abo hier auf YouTube und ein Like auf Facebook da lasst, dann passt natürlich nichts vor, natürlich lecker. Würde mich wie immer darüber freuen und wie gesagt, wir starten jetzt. Als allererstes nehmen wir uns ein Backblech und wir nehmen uns Haselnusskerne. Und die einfach hier auf dem Backblech ein bisschen verteilen, weil wir die jetzt bei 200 Grad Ober-Unterhitze ungefähr 8 bis 10 Minuten anrösten werden. Danach könnt ihr, wenn ihr wollt, die ein bisschen mit dem Handtuch, mal Handtuch rubbeln, damit sich dann einmal die Schale löst. Aber wir werden die gleich eh auskochen, danach nochmal filtern, da wird nicht viel Schale drin bleiben oder keine Schale drin bleiben. So, jetzt geben wir 2 komplette Eier in die Schüssel. Sowie 2 Eigelb. Die Eiklar wäre natürlich dann eingefroren, wir schmeißen ja nichts weg, jetzt sage ich euch ja immer in meinen Videos. Und ihr könnt die hier wunderbar in eine Eiswürfelform einfrieren. Nicht wundern, was jetzt das. Ja, genau, das sollte eigentlich nicht sein. So, und das hier werden wir jetzt einmal zuckern. Und zwar gebe ich hier braunen Zucker dazu. Werde mir hier von 60 Gramm braunen Zucker und 60 Gramm normalen weißen Haushaltszucker nehmen. Und das werden wir dann jetzt einmal volle Kanne aufschlagen, sodass es eine schöne fluffige Eiermasse ergibt. So, das ist die Creme. Ihr seht einmal, wie schön fluffig die geworden ist, allein nur durchs Aufschlagen. Die Haselnüsse sind fast fertig, da können wir auch schon mal unsere Milch zubereiten. Wir müssen nämlich jetzt etwas Vollmilch kochen und dann geben wir da die Haselnüsse rein. So, das sind die Haselnüsse. Eigentlich völlig unspektakulär, aber es riecht einfach hier richtig, richtig lecker. Und ja, ihr seht schon, die Haut geht hier ab. Ich werde sie mal mit einem alten Geschirrtuch ein bisschen durchrubbeln und dann werde ich sie so vielleicht noch ein bisschen anknacken mit einem Mörser und dann in die heiße Milch geben. Bei den Haselnüssen müsst ihr dann echt aufpassen, die sind mega heiß. So, und dann schlagt ihr das Tuch ein. Und jetzt einfach nur so ein bisschen durchgeknetet, gerubbelt. So, durch das Kneten hier passiert Folgendes. Die ganzen Haselnüsse schälen sich weitestgehend von selbst. Ja, schön krass goldener Farbe, wie aus der Ferrero-Werbung. Und jetzt werde ich mir die alle ein bisschen anstößeln. Dazu suche ich mir die einfach raus. Und wenn hier ein paar ungeschälte dabei sind, ist eigentlich nicht schlimm. Ihr könnt sie gerne noch weiter schälen, aber wir werden es gleich die Masse durch einen Sieb filtern, um es dann anschließend komplett clean zu haben, die Masse. Und ganz ehrlich, wenn ihr mir so hört, das hört man am Mikro jetzt gar nicht, aber die knacken und knistern richtig schön. Das hier vom Anstoßen her reicht. Ihr könnt natürlich noch ein bisschen mehr bashen, wenn ihr möchtet, aber ganz ehrlich, es reicht voll und ganz und die sind einfach so lecker. Das hier ist der Rest. Wegschütten, wegkippen oder über den Balkon ausschlagen, dann die Nachbarn, die ihr nicht mögt, richtig Spaß bei. Ja, wie gesagt, das brauchen wir nicht mehr. Und jetzt einfach noch 500 ml Milch dazugeben und einmal alles aufkochen lassen. Das hier haben wir jetzt einmal zum Köcheln gebracht und jetzt werden wir das alles ungefähr 8 Minuten ausköcheln lassen und dann werden wir das abfiltern. So, ich habe hier einmal die Haselnüsse ausgekocht. Ich habe mir hier ein Sieb mit einem Teefilter vorbereitet, weil ich das gleich alles einmal filtern möchte und die ganzen kleinen Stücke, die es hier durchgehen durch das Sieb, dadurch rausfiltern kann. Und jetzt wird einfach alles abgegossen. Ihr seht das hier nicht mehr, die Kamera schon wieder beschlagen. Die Haselnüsse, die könnt ihr euch gerne ins Müsli tun, dann könnt ihr die Brote wegwerfen. Und ja, wenn wir das alles hier abgefiltert haben, geben wir das zu der Eiermasse, die wir vorhin aufgeschlagen haben. So, jetzt recycle ich den Topf. Ich gebe hier ein bisschen Wasser dazu. Und zwar ist das heißes Wasser, weil ich jetzt einmal eine Bain-Marie nehme. Und hier fülle ich dann meine Eiermasse rein. Alles schön rauskratzen. Und dann werde ich jetzt das mit dem Handrührgerät aufschlagen, die heiße Milch dazugeben und dann 8 bis 10 Minuten so lange schlagen,
bis das eine schöne Masse ist und die schön angedickt ist. Und ja, das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Ich zeige euch gleich einmal kurz, wie ich das aufschlage. Und dann müssen wir es einfach nur noch kalt stellen. So, die Eiercreme habe ich jetzt ungefähr 8 bis 10 Minuten dampfen, schlagen lassen, aber nicht mehr als 50 Grad werden lassen, weil sonst gerinnt das Ei. Und jetzt werde ich das alles in eine Schüssel geben, am besten im Metallschüssel, dann kühlt es am schnellsten ab und dann eine Stunde erstmal kalt stellen und anschließend werden wir das in unsere Eismaschine geben. So, ich habe jetzt hier meine Eismaschine und die werde ich jetzt einmal aufbauen und dann werde ich diese Masse, die es abgekühlt ist, ungefähr eine Stunde, werde ich dann ganz langsam nach und nach hier reinschütten. Nicht alles auf einmal, sonst blockiert das oder das gefriert nicht richtig. Das ist aber je nach Maschine anders. Und ja, dann haben wir gleich, nachdem es hier eine halbe Stunde durchcremig gerührt wurde, fantastisches Eis. So, und das hier ist mein fertiges Eis. Ich sag euch, richtig, richtig lecker. Jetzt einmal natürlich hier alles befreien. Und besser als in jeder Eisdiele. Oder zumindest genauso gut. Und dann könnt ihr es sofort so essen oder nochmal einfrieren. Wenn ihr es einfriert, hält es natürlich wesentlich länger. Aber müsst ihr dann bedenken, dass wenn ihr das dann servieren möchtet, müsst ihr es mindestens 20 Minuten vorher rausstellen und dann einmal antauen lassen, sodass es dann schön cremig wird wieder und es dann schöne Kugeln rausformen könnt. Und das war's dann auch schon wieder. Das Eis ist ja super schnell gemacht. Habt ihr ja gesehen, ihr müsst einfach nur die Haselnüsse vorrösten. Das gibt dem noch ein ganz tolles Aroma, kann ich euch nur empfehlen. Und ja, wie gesagt, schreibt mir eure Lieblingseissorte in die Kommentare oder schickt mir Fotos von euren Eissorten, die ihr selber gemacht habt oder wenn ihr mal Eis essen geht und Hashtag natürlich lecker, würde mich natürlich darüber freuen. Und ja, dann bin ich raus und sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.